Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Kickstarter-Rückblick-Video. Diesmal mit Teil 3. Und damit ich nicht immer oder damit ihr nicht zu Hause das meinen Mann trinken machen müsst, das Schnaps trinken, habe ich ihn einfach mitgebracht. Hallo. Dann muss es nicht immer heißen, mein Mann hat irgendwas. Was auch ganz wichtig, ich habe beim letzten Kickstarter-Video sogar einen Fehler gemacht. Da hatte ich irgendwie Catacombs und Castles mit Katakomben verwechselt. Da hast du gleich gemeckert. Und jetzt kannst du direkt meckern. Ich muss ja nicht meckern, es war einfach nur das falsche Spiel. Wir haben Catacombs and Castles halt einmal gespielt und dann wieder verkauft. Katakomben haben wir immer noch. Genau, das war nämlich dieses Versus-Spiel, was ich meinte, was so nicht so gut angekommen ist. Hörst du auf, hier die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch rumzukrabbeln? Furchtbar, sage ich euch. So, dann sind wir hier bei One Deck Dungeon. Das ist ein Solo- bzw. Zweispielerspiel. Eigentlich was wir eher weniger haben. Aber du bist da drauf gekommen, ne? Ja, es ist halt ein richtig schönes Microgame. Das kann man halt gut in der Tasche tragen. Eigentlich das, was auch die Tiny Epics immer versprechen. Und es ist halt ein richtig gutes Spiel. Es hat halt dieses Dungeon Crawl-Feeling mit Charakterentwicklung und es ist sehr variabel. Wir haben halt auch gleich zwei verschiedene Spiele, also die kann man auch mischen. Und es macht richtig Spaß. Ja, ich glaube, das einzige Spiel, was wir wirklich mal mit geschafft haben, in den Urlaub mitzunehmen und auch wirklich gespielt haben. Also das holen wir auch so mal raus, ne? Wenn wir mal zu zweit was spielen wollen, dann spielen wir mal One Deck Dungeon. Das ist auch nicht teuer. Ich glaube, kannst du ganz normal jetzt im Handel kaufen für 20 Ja, Euro wir haben oder die so. normale Pappversion. Es gibt auch noch eine Plastikversion, die man dann auch unter Wasser spielen kann, wenn man das machen möchte. Hier, All Female Squad. Das war ja damals so mit das Verkaufsargument, aber im Spiel ist es ja egal. Ob Männlein oder Weiblein. So, dann haben wir das hier, Roleplayer. Und zwar ist das schon eine Erweiterung. Und das Grundspiel war jetzt hier nicht mit drin in dem Account. Ich glaube, das habe ich mir mal so gekauft. Das kann sein. Ja, eins von deinen Lieblingsspielen, ne? Ja, es hat halt alles, was so ein Spiel ausmachen muss. Es hat diesen Rollenspielaspekt, es hat dieses Würfelsetzen. Das ist auf jeden Fall für mich das bessere Spiel als Sagrada, was das Würfelsetzen angeht. Es ist zwar ein bisschen viel durch die ganzen Erweiterungen an Zusatzmechaniken dazugekommen, aber es ist das Grundspiel alleine ist schon gut. Und jetzt durch die Erweiterung kamen halt noch ein paar schöne Sachen dazu. Das ist ein klasse Spiel. Ja, spielen wir eigentlich immer mit beiden Erweiterungen auch, ne? Also ist eigentlich no-brainer. Dann haben wir dieses schöne Spiel hier. Dieses furchtbare, Nee, du musst furchtbare, das anders anfangen. Das ist furchtbare ja Spiel. der Nachfolger von Gloomhaven und das kann ja gar kein schlechtes Spiel sein. Es ist so furchtbar. Aber das muss doch gut sein. Das kommt, da steht auch Gloomhaven im Titel. Ja. Wir haben es ja irgendwie auch hauptsächlich gebackt, weil es dann auch Events für Gloomhaven gab da drin. Und wir haben es einmal gespielt und es war furchtbar. Also ich fand es total furchtbar. Ihr beide fandet es, glaube ich, okay, ne? Der Kumpel, mit dem wir es Ich gespielt bin halt haben. persönlich großer Fan von so Stadtaufbauspielen und das kombiniert natürlich mit Gloomhaven und mit den Grafik sah ja auch ganz gut aus, aber das ist halt so ein ganz komisches, wirklich extrem cutthroatiges Legespiel und man kann ganz schnell Leute halt auch ausschließen aus dem Spiel und dann gibt es immer noch so eine Berechnungsmechanik, wie man Punkte macht, da muss man dann immer rückwärts rechnen, die Warenkreisläufe durchgehen. Oh, es war mehr Arbeit, als es Spaß gemacht hat am Ja, Ende. auf dem Papier hört sich das ganz gut an, aber ich weiß noch, ich war irgendwie hier unten in der Ecke und ihr habt mich zugebaut und nicht mal immer aus böser Absicht, sondern Nö. mehr oder weniger aus Versehen. Und das heißt, ich habe dann hier rumgegammelt und das Spiel war dann für mich vorbei. Also die letzten 1,5 Stunden habe ich eigentlich nichts mehr gemacht und gut, mit mehreren Spielen hätte man natürlich gewusst, dass man sich irgendwie ein bisschen breiter aufstellt, aber es war halt trotzdem irgendwie so mehr gegeneinander als man sich das so Es vorstellt. wurde auch sehr schnell unübersichtlich. Aber ich glaube, das ist auch ein Spiel, was ziemlich schnell am Markt versunken ist. Man hört davon nichts mehr. Übrigens, wenn euch wundert, warum das im Hintergrund so quiekt, das sind die Meerschweinchen, die jetzt gerade durchdrehen, weil mein Mann jetzt hier sitzt und der auch immer sonst Kekse und Essen Ich bringt. glaube, die Und spielen aber auch. ja, die sind jetzt halt ein bisschen aufgedreht und wollen von dem Keksmann ein paar Kekse haben. Also wundert euch nicht. Das ist nicht eure Lautsprecher oder sonst was, irgendwas. Das sind bei uns die Meerschweinchen, die durchdrehen müssen. So, haben wir das drin. Das ist auch nur eine Expansion, aber auch eins von deinen Lieblingsspielen. Das passt ja, dass wir dich Ja, mit reingenommen seltsam, dass haben. ich die alle backe bei Kickstarter auf meinem Account. Ja, Ja, unglaublich. fantastisches Spiel. Würde ich niemals hergeben. Willst du was erzählen?
Willst du was dazu erzählen? Das ist halt einfach, man hat halt sein eigenes Fernsehnetwork und versucht sich halt die richtigen Shows in die richtige Timeline zu slotten, um möglichst viele Viewer zu haben. Hat ein lustiges Thema, ist wahrscheinlich Tableau-Building, würde ich mal sagen. Wo dann auch die Shows, umso länger sie laufen, umso mehr Zuschauer verliert man und man kann dann auch Stars reinpacken und Werbung, um Geld zu verdienen. Ist ganz nice. Ich finde es immer ein bisschen lang und man sollte auf keinen Fall mit diesem einen Kartenset spielen. Es gibt halt interaktive Karten, wo man den anderen Spielern mit ins die Mechanik reinfuschen kann. Und es gibt Advanced-Karten. Und die Advanced-Karten können halt ganz schön fiese Punkte-Multiplikatoren sein. Wenn man da nicht aufpasst, dann ist man ganz schnell abgehängt. Ansonsten ist das halt ein Spiel, das durch die Mechaniken das Thema unglaublich gut abbildet. Auch durch diese runtergehenden Zuschauerzahlen. Und dann kann man die Sendung auch auf Reruns setzen, dass sie dann halt in einer Wiederholung laufen. Das ist so schön gemacht und funktioniert so klasse. Das ist ein richtig gutes Spiel. Ja, wie gesagt, für mich ein bisschen lang, aber passt schon. Oh, jetzt ist was für mich. Ja, und zwar, das ist einer, der produziert so ganz besondere Würfel und der sitzt in Griechenland und der hat immer mal so ganz kleine Kickstarter und er hat eigentlich immer was Cooles dabei, da könnt ihr mal reingucken. Und der hat eigentlich immer so ein Space-Thema und der hat dann leuchtende Würfel und auch so Sternfahrer hier mit den verschiedenen Sternbildern drauf und mit den verschiedenen Satelliten, die sie dann losgeschickt haben. Und der hat so jedes halbe Jahr mal einen Kickstarter und die Würfel, also wie die hier auch auf dem Bild aussehen, die sind auch wirklich so, ne? Die sind super scharf gegossen. Du kannst den Text halt eins zu eins lesen. Ob es jetzt im Spiel so viel Sinn macht, ist was anderes. Aber wenn ihr irgendwie... Ja, es wirkt halt ein bisschen überladen teilweise, ja. Aber schön anzusehen ist es ansonsten hier, schon. Das sind auch, das ist gleichzeitig sind das Fate Die, wenn man im Fate-Rollenspielsystem ist. Die sind ganz cool und halt gleichzeitig auch noch sechsseitige Würfel. Und ja, also wenn man mal... Du musst den Sonnenaufgangs- oder diesen Horizont Die, der ist schön. Ja. Der schön. Der halt von dunkel bis hell durchgeht als Farbverlauf. Das ist, wenn man den halt mal ins Licht hält, wir haben die ja hier zu Hause, das wirkt richtig schön. Ja, also wirklich welche der schönsten Würfel. Bei dem kann man auch immer im Shop bestellen. Der nimmt auch nicht so viel Versand. Der hat auch ab und zu, dass er dann Versand freigibt und so. Und ja, wenn ihr mal was Besonderes haben wollt und so ein bisschen auf Space-Thema steht, dann guckt doch mal. Bei Geo Laser Design heißt er, glaube ich. Macht er aktuell noch Kickstarter? Geo Laser Design. Immer mal so ein bisschen. Aber auch da auf seiner Website. Der macht manchmal auch gar keinen Kickstarter und hat einfach neue Würfel. Also der ist da immer noch dabei. Dann haben wir das. Das ist ein kleines RPG. So im 80er-Jahres-Style. Wenn man mal auch mit so One-Off-Kampagnen... Ja, Stranger Things halt, ne? Ist das große Thema. Genau. Kinder auf Fahrrädern, die halt irgendwelche Abenteuer erleben, irgendwas Übernatürliches, die halt den Erwachsenen den Vorteil gegenüber haben, dass sie halt noch nicht völlig abgestumpft sind von der Realität. Und sehr, sehr inklusiv geschriebenes Buch auf jeden Fall. Die fertig geschriebenen Abenteuer, die da drin sind sehr abwechslungsreich. Ist ein wirklich einfaches, schnell zu spielendes System. Und was ich ganz witzig finde, ist halt, dass man, es gibt ja wie bei Stranger Things halt auch immer so einen Powered-Charakter, der halt irgendwie so eine Spezialfähigkeit hat, so wie Eleven aus Stranger Things halt, kennt man ja. Und der wird halt von der Gruppe kombiniert gespielt. Also es ist kein Charakter, der dann halt, kein Spieler, der dann halt diese Powered-Charakter spielt, sondern es ist halt von allen in Generalunion wird das dann halt gesteuert. Sehr nett gemacht. Ja, und da wir auch irgendwie vom Rollenspielen sind wir mehr auf diese One-Off-Abenteuer übergestiegen. Man hat immer wenig Zeit, dass sich die Leute dann mal alle treffen. Das ist immer schwierig, so eine Kampagne zu machen. Und wir spielen halt öfters mal so ein One-Off, dann so ein Abend oder zwei Abende maximal und dann ist das durch. Und da lohnt sich halt Kids und Bikes dann auch. Dann haben wir das. Das war ein Schnellverkaufsspiel. Oh, das ging schnell. Es war da und dann war es weg. Und wir haben es sogar geschafft, dreimal zu spielen. Also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie nur eine schlechte Kampagne hatten. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht in verschiedener Zusammensetzung, auch in verschiedener Spielerzahl. Und das Spiel ist halt einfach komplett unbalanced. Teilweise funktionieren manche von diesen Monstereigenschaften gar nicht. Also die Synapsis ist ja irgendwie, du bist halt Monster und musst halt in so einer Hütte so die Menschen auffressen und umbringen und so.
Und das fanden wir halt cool und es waren auch schöne, viele richtig coole Miniaturen dabei. Sieht man hier Werwölfe, Zombies, Vampire, alles Mögliche. Es hat aber nicht funktioniert. Es hat auch irgendwie keinen Spaß gemacht. Zumindest uns hat es keinen Spaß gemacht. Es war auch immer so ein bisschen länger, ne? Ja, Und die Hälfte der Mechaniken kam auch im Spiel gar nicht vor, weil teilweise sollten sich die Bewohner, also die Leute, die sich in der Hütte verstecken, halt auch, wie gesagt, verstecken. Aber das ist teilweise überhaupt gar nicht passiert bei bestimmten Spieleranzahlen. Und auch die verschiedenen Monstergruppen waren halt komplett unbalanced. Manche waren so viel besser als andere. Und es war schrecklich, schreckliches Spiel. Ganz, ganz schade darum. ja, weil es halt auch ein relativ kleines Board ist. Also es war so ein dreidimensionales Board, das war alles nett gemacht, aber es gab, glaube ich, halt 5 Räume. Und wenn ihr schon seht, jeder Spieler hat irgendwie 3 Charaktere und ihr spielt das halt zu vier, dann ist halt die ganze Hütte einfach vollgeknallt mit den Monstern. Und dann kommt es immer nur darauf an, wer so den letzten Hit macht und so. Und von daher, ja, haben wir es relativ schnell verkauft, auch damals zum Schweinepreis, müssen wir Ja, sagen. ich glaube, wir haben fast das Doppelte rausgeholt. Ja, weil in der Kickstarter-Variante waren so viel Unlocked-Figuren, die es halt in der normalen Variante nicht gab. Und dann haben wir das bei eBay Kleinanzeigen für einen wirklichen Schweinepreis verkauft. Habe ich das Wort Schweine gesagt? Ich habe jemanden animiert. Ja, Jetzt hast du mich animiert. das sollte ja nun jeder kennen. Basti fängt an zu quieken. Das sind doch gar nicht die Meerschweinchen. Das ist Basti. Dann leg mal los. Ja, eines der besten Spiele, die es gibt auf dem Markt, ganz klar. Nemesis. Das einzige Spiel, was, glaube ich, semi-kooperativ funktioniert. Das stimmt, ja. Und fantastische Miniaturen will ich nicht sagen. Die ersten Charakterminiaturen waren schlecht. Ja. Wir bekommen jetzt, glaube ich, die neu gegossenen mit dem Aftermath, nee, mit dem Lockdown-Kickstarter. Aber das Spiel funktioniert halt einfach richtig gut. Man hat halt dieses Alien-Feeling wie in keinem anderen Spiel. Es ist halt sehr zufällig. Und man kann es halt auch so ein bisschen gamen, wenn man halt schon weiß, was die Missionsziele sind, kann man relativ schnell erraten, was die anderen Spieler machen, wenn man es ein paar Mal gespielt hat. Und ich glaube, wir haben es in einem ein Jahr über 10 Mal gespielt. Also Ja, ich unser glaube, meistgespieltes Spiel, möchte ich sagen. einmal das eine Jahr 2019 war es 16 Mal gelockt oder so. Also. Und letztes Jahr nun gut nicht so viel, weil wir ja nun Lockdown auch hatten. Aber ich glaube auch mindestens 8 oder 9 Mal. Also das ist schon ganz schön extrem. Und es macht uns auch immer noch Spaß. Wie gesagt, das Einzige, was Semi-Koop funktioniert, wir waren ja von Winter der Toten nicht überzeugt. Das ist ja auch so ein Semi-Koop-Spiel. Und das finden wir, funktioniert auch nur im Semi-Koop, ne? Weil wir hatten es einmal kooperativ gespielt Ja, das geht nicht. und das funktioniert nicht, dann sind die Charaktere untereinander zu stark. Also dann fetzt man auch mal so eine Queen weg. Es muss halt immer so ein bisschen dieser Faktor Ungewissheit bleiben. Es war halt wirklich einmal so, dass ich irgendwie zur Rettungskapsel hingerannt bin. Sarah saß schon drinne. Ich wollte gerade reinsteigen. Sarah startete die Rettungskapsel und hat im Wegfliegen noch gesagt, haha, mein Missionsziel war, ich musste dich umbringen. Das war ja sogar noch besser. Du wolltest einsteigen und ich war mit dir im Raum. Wir haben die ganze Zeit zusammengespielt, das ganze Spiel über. Und du steigst in die Rettungskapsel, ich interrupte dich, steige selber ein und starte Ja, und flieg nach und Hause. da ist man halt irgendwie auch nicht böse dann am Ende, weil das ist halt das Spiel und es macht halt auch einfach Spaß. Und auch die anderen Alien-Fraktionen, die halt dazu kamen, bringen halt noch Abwechslung rein, auch wenn die vielleicht nicht ganz so ausgearbeitet sind, wie sie hätten sein können. Aber das ist bei Awakened Realms ja gerne mal so. Ja, man merkt schon, also bei den Void-Seedern und bei den Carnomorphs auch, das ist dann manchmal so ein bisschen clunky. Müsst ihr euch darauf einstellen, weil es halt auf diese Grund-Alien-Rasse ausgelegt ist. Manchmal funktionieren die richtig gut, wenn die Mechaniken einfach ineinander greifen und manchmal, ja, dann passiert halt gar nichts. Aber meistens ist es dann halt trotzdem am Ende immer irgendwie spannend. So, dann kommen wir hier zu was, das war auch relativ schnell wieder weg. Tiny Epic Zombies, das haben wir, glaube ich, einmal gespielt. Ja. Ja. Guckst du gerade, ob es noch da Ja, ich habe gerade mal geguckt, unseren Tiny Epic Stapel. ist? Ja, das haben wir verkauft, weil irgendwie fanden wir das nicht so Ich toll. fand es Du ganz fandst es gut, ganz gut, aber aber wenn man wir keine fanden es nicht Mitspieler gut. hat, dann ja, bringt es nicht viel. Ja. Es ist halt so ein im Kreislaufspiel und Missionsziele abarbeiten. Und es war auch, glaube ich, kooperativ. Es gab verschiedene Spielmodi. Kooperativ, semi-kooperativ und Solo, glaube ich. Oder 5 Spielmodi sogar, hast du da unten sogar aufgezeichnet.
Und ja, es war halt schon ganz nett gemacht, aber es war auch zu fitzelig wieder, weil du musstest die ganzen Ja. Räume, die hatten halt also die verschiedenen Karten haben halt verschiedene Räume beinhaltet. Und da war dann wieder ganz kleiner Text drin. Und das alles nachher im Überblick zu behalten, war einfach zu viel. Es war einfach zu tiny Ja, man dafür. sieht hier schon die kleinen Texte überall und ja, war zwar mit einem Hundemiepel, aber da muss es trotzdem am Ende wieder ausziehen. Ich meine, es ist eine Menge Stuff drin, ne? Es gibt auch viele Leute, die da Spaß dran haben. Da ist der Hund. Es ist immer überraschend, wie die es schaffen, dieses ganze Material halt in so eine kleine Box rein zu quetschen. Und also wie gesagt, Produktionsqualität und auch die Item-Meeple war alles fantastisch. Und deswegen ist es nicht mehr da. Oh, das ist auch ein fantastisches Spiel. Das war auch ein Es ist da und es ist weg Spiel. Ja, wir lieben ja eigentlich Werwolf. Du hast auch ganz lange die Ursprungsvariante gehabt. Die haben wir auch immer gespielt an Halloween. Und jetzt haben wir halt One Night Werewolf, was wir sehr gerne spielen. Und das war One Week Werewolf, was dieses Werwolf in ein richtiges Brettspiel übertragen sollte. Und es war einfach nur lang. Und letztendlich haben wir gesagt, wir haben das gleiche Spielergefühl, wenn wir One Night spielen. Nur halt in einer halben Stunde Ja, in 10 Minuten sogar oder in nur. 10 Minuten. Und das hat halt wirklich, ich weiß nicht, eine Stunde oder so gedauert. Es Ja, war und jetzt auch nicht mega es lang, fühlte sich auch sehr aber. zufällig an. Was halt bei One Night Werewolf nicht auffällt, weil es einfach so schnell vorbei ist, aber wenn es halt eine Stunde geht und man hat halt die ganze Zeit diesen Zufallsfaktor, das nimmt halt eine Menge Spielspaß weg. Das ging auch ganz schnell wieder in Verkauf. Ja, bei One Night, da diskutiert man natürlich auch viel mehr. Und hier war irgendwie, ja, war halt irgendwie ganz komisch, aber wir haben es gleich wieder losgeschlagen und dann war es weg. Das war das. Animal Adventures, ja, viele, viele Hunde, Miniaturen, was soll man sagen? Miniaturen und Hunde, dann war es vorbei. Das ist inzwischen, haben sie auch schon die dritte Box rausgebracht und Also es... auf jeden Fall haben sie Katzen rausgebracht Genau, es gibt auch zwischendurch. Katzen. Wir warten immer noch auf die Meerschwein-Variante. Könnt ihr eigentlich jetzt auch ganz normal im Laden bekommen. Also wenn euch das jetzt anfixt und ihr wollt mal so ein paar alternative RPG-Figuren haben oder irgendwas ersetzen in irgendeinem Spiel, dann könnt ihr euch das holen und habt ein paar wirklich auch sehr schön modellierte Figuren. Also die sehen auch wirklich so aus, wie sie hier auf dem Render dargestellt werden. Ist, glaube ich, auch irgendein relativ bekanntes Studio in UK. Und ein Rollenspiel gibt es dazu auch irgendwie, dass du mit den Hunden direkt ein eigenes Rollenspiel machen kannst. Das, ja, haben wir aber noch nicht ausprobiert. Haben wir die denn schon alle angemalt? Nee. Was? Der eine steht neben dir, der ist halb angemalt. Oh, die Meerschweinchen rasten immer so aus, wenn du was sagst. Es ist unglaublich, wie fixiert die darauf sind, dass du Essensmensch bist. Ja, dann haben wir hier was. Das haben ja auch viele schon bekommen. Wir mögen das. Wir haben das noch. Also, weil es wurde auch viel wieder verkauft. Was man, glaube ich, da so ein bisschen unterschätzt, das sieht wie so ein, ich sag mal, anderthalb Stunden episches Adventure-Game aus. Letztendlich ist es aber nur 20 bis 30 Minuten Story-Game, ne? Ja, ein Kartenlegespiel und man wirft ja so Runen anstatt zu Ja, würfeln. stimmt, genau. Es Hier kommt aber auch selber raus, ob ich jetzt würfle oder ob ich jetzt Runen auf den Tisch schmeiße. Es ist halt ein cooles ist ein Gefühl. Gimmick, Ja, ist ja. ein Gimmick. Aber wenn ihr euch mal irgendwie für einen Rollenspielabend oder so einen Charakter bauen wollt, dann kann man auch vorher einfach das Spiel spielen, weil also das Spielgefühl ist jetzt nicht so tief, aber danach, wenn dann hier eure Karten ausliegen, da sind dann, was weiß ich, du bist als Straßenjunge geboren und dann hast du dich verliebt und dann ist dein Liebhaber aber gestorben und dann hast du dich das Schwert des Königs irgendwie gefunden und hast da eine Armee angeheuert Und und den hat er dich be Obermagier getötet. genau, aber der König hat dich dann betrogen und dann hast du irgendwie warst du noch auf Adventure und sonst was und das sind halt diese Karten, die du halt reinlegst und zum Schluss erzählst du halt wirklich eine Geschichte und das Artwork ist Und am grandios. Ende gewinnt der halt mit den meisten Siegpunkten, was dann eigentlich auch fast egal ist, weil Ja. jeder halt Spaß hat, da einfach nur die Karten auszulegen. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr auf sowas so ein bisschen storytechnischer und so steht, dann guckt euch das gerne mal an. Da kommen auch immer so Module raus für so verschiedene Fantasy-Romane. Der Name des Windes kam gleich mit und jetzt gibt es noch die Stormlight Chronicles. Ich glaube, das ist sogar eine eigenständige Box. Also, wie gesagt, es ist auch nicht so teuer und das mit den Runen ist ein netter Gimmick und
Ja, ist halt kein episches Spiel, ne? Also stellt euch darauf ein, wirklich 20 bis 30 Minuten, dann seid ihr da durch. Und ich glaube, zu zweit hat es uns auch nicht Nee, gefallen, es ist ne? so ein 3-4-Spieler-Spiel. Ja, also zu zweit, da haben wir uns, glaube ich, danach angeguckt, so nach dem Motto, das kann weg, Bei aber 2 nimmt man sich die Sachen auch nicht so weg, weil stimmt, bei ja. 4 Spielern musst du halt immer noch mal schauen, dass du halt auch die Karten erwischst, die du gerne für deine Auslage haben willst. Bei 2 war das eigentlich, glaube ich, kein Thema. Ja, genau. Also für 3 bis 4 Spieler, kurzes RPG, wunderschönes Artwork. Dann haben wir. Müssen wir kurz Pause machen? So, da sind wir wieder zurück. Wir mussten kurz die Tiere füttern, weil das ging so nicht weiter. Bevor es noch mehr eskalierte. Wenn mir jetzt was hört, ist es nur noch zufriedenes Fressen. Ja, Everdell, verkauft, würde ich Ja. sagen. Also vor allem diese Erweiterung, ich hatte das letztens, habe ich mich auch im Internet mit einem drüber unterhalten. Also erstmal Everdell, das Grundspiel, das hatten wir länger, das hat uns auch Spaß Es war gemacht. nett. Es war nett, das haben wir jetzt auch wieder verkauft, aber hier kam die erste Erweiterung, die haben wir dazu gebackt. Und meine Güte, Starling Games sind alte Hals auf Schneider. Also in dieser Box ist nicht viel drin, die kostet jetzt, glaube ich, normal, wenn ihr die so kauft, 60 Euro. Letztendlich kriegt ihr hier so 4 Spots dazu. Dabei muss man sagen, dass die sehr selten genutzt werden, weil man muss so Voraussetzungen erfüllen und das muss man erstmal hinkriegen. Man hat eh wenig Arbeit an dem Spiel. Genau, das heißt, das Board hier wird vielleicht also 2, 3 Mal benutzt, maximal in dem Spiel. Dann hat man noch so Austauschsachen, die man machen kann anstatt der Goals. Und das war es eigentlich. Und das kostet dann halt 60 Euro. Und da waren wir dann so entsetzt eigentlich von, dass wir das sofort wieder aussortiert haben und verkauft haben. Weil wir gesagt haben, das ist viel zu teuer. Hier steht jetzt 39 Dollar. Ja, wie gesagt, jetzt müsst ihr halt 60 bezahlen und Shipping war hier auch immer relativ teuer. Und das trifft auf alle Everdell-Erweiterungen zu. Also ich glaube, das dreisteste ist noch Belfair. Da ist eigentlich gar nichts drin. Kostet 35 Euro. Ich glaube, das Adventures geht noch ein bisschen, weil nachdem wir das hier hatten, hatten sie in Essen die anderen Erweiterungen auch verkauft und da hatte ich mir voll das Rulebook runtergeladen. Und das könnt ihr auch mal machen, könnt das Rulebook gucken. Da ist eigentlich nur Fluff drin und dann sind vielleicht 2, 3 Absätze, was Neues dazukommt und das war's. Und das ist schon ganz schön krass. Ich glaube, da wurde viel nur gebackt, einfach um es vollständig zu haben. Aber das Spiel bietet halt einfach nicht so viel Tiefgang, als dass man das einfach vollständig haben müsste. Und deswegen haben wir es halt noch, nachdem wir es dann ein paar Mal gespielt hatten, also das Grundspiel jetzt, hat es einfach uns nicht mehr gereizt. Ja, und es ist auch so, also ich habe das immer gesagt bei den Expansions, mir kommt das so vor, als ob Starling Games gesagt hätte nach Everdell zu so einem Team, ja, mach doch mal Erweiterungen. Und dann sind sie halt zurückgekommen und gesagt, ja, wir haben hier diese 3, 4 Module entwickelt und dann haben die sich gesagt, ah cool, dann machen wir einfach 3 Erweiterungen draus, anstatt halt eine Erweiterungsbox für 60 Euro, wo dann die ganzen Module drin Ja, sind die es richtig was halt. geboten hätte. Ja, und Ja. jetzt sind es halt einfach nur 3 Boxen, wo jeweils relativ wenig drin ist und wenig gemacht wird. Also ist schon schade. Aber sonst, wenn ihr auf ein süßes kleines Tierspiel steht mit unglaublich süßem Artwork produziert, ist es auch super. Aber die Preise, die halt dafür abgerufen werden, ist ja. Und wie gesagt, Erweiterung, spart euch die Erweiterung lieber. Da könnt ihr ja sinnvoll in was anderes investieren. Dann, wer hätte es gedacht? Ein Tiny Epic. Mal wieder. Ja, die kommen aber halt auch immer genau mit einem neuen raus, wenn der alte ausgeliefert wird. Ja, furchtbar. Und irgendwer muss sie auch immer becken. Ich weiß nicht Eine wer. wohlgeölte Maschine. Ja, es sind halt Max, ne? Und ich stehe halt auf Max, also musste ich die Max becken. Ja, wir haben das. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da war. Irgendwie, ein System ist ganz merkwürdig. Du kannst irgendwie das ganze Spiel über relativ gut spielt es nicht nur irgendwie, wer zum Schluss irgendwas hat oder so. Es wird am Ende werden die, es ist ja so ein Deathmatch-Spiel, man bekommt Punkte für Abschüsse und am Ende wird halt einmal für Abschüsse gepunktet und für Area Control. Man kann irgendwie Punkte einnehmen und die bringen dann auch halt Siegpunkte am Ende des Spiels. Ist eigentlich ein ganz nettes Spiel, auch von den Mechaniken her. Ja, man muss halt auf dieses Arena-Ding stehen. Das Problem ist, es war ein bisschen lang dafür, was es ist. Ja. Ja, also noch haben wir es.
glaube auch nicht, dass wir das. Schlimmstenfalls können wir die Waffen auch immer noch für Gaslands benutzen. Ja, das ist immer der, wo du dich immer mit retten kannst, ne, bevor du es verkaufst. Das können wir noch für Gaslands benutzen. Alleine wegen den Item Meeple Max würde ich es nicht weggeben. Also da bin ich dann doch zu sehr Mac-Fan, als dass ich sagen würde, die 20 Euro oder so, dann stelle ich mir die Max auf den Schreibtisch. Lustig ist, dass er eben in der Pause noch gesagt hat, wenn man sich ausrechnet, was das alles mal gekostet hat. Und jetzt, ja, nee, ich brauche das, ich brauche die Max. Zur Not kann ich davon noch Gaslands machen. Das Spiel ist ja auch nicht schlecht. Ja, ja. So, was haben wir hier? Oh Gott. Das da kannst du drüber reden. Die Basti-Spiele. Ja, Lock-Up. An sich eigentlich eine relativ coole Synapsis irgendwie. Wir sind so diese bösen Rassen aus der Fantasy-Welt, so diese Hyänen und Gnollviecher von und Dungeon so. Dungeon Roll halt die Welt. Genau. Und wir sind halt in so einem... Von Roleplayer. Von Roleplayer. Und wir sind in so einem Knast und müssen ausbrechen. Oder wollen, glaube ich, irgendwie ausbrechen. Und wer zum Schluss die meisten Punkte hat, der gewinnt. Das ist so ein Area Control. Man hat so... verschiedene Chips mit verschiedener Stärke drauf und immer nur jemand, der die meiste Stärke in einem Raum hat, der darf die Raumfunktion ausführen oder der zweite kriegt was weniger, ja, oder gar nichts oder was auch immer. Und der Hit dabei ist, dass halt manche Plättchen verdeckt gespielt sind. Das heißt, man weiß nie, was der nur so gespielt hat. Es haben aber alle die gleichen Zahlen. Das Problem mit dem Spiel war, dass man das so ein bisschen breaken kann. Und zwar ist es so, dass es den Leader gibt und der Leader ist immer so stark wie so rote Stärke-Cubes. Sie liegen hier so aus. Die roten Stärke-Cubes kriegst du hier im Center, wenn du trainierst praktisch. Das heißt, der wäre jetzt zwei stark. Das Spiel ist so, es gibt einen Random Start-Player. Und die anderen kriegen keine Ressourcen dafür, was ich ja bei so einem Worker-Placer immer schon schlecht finde. Ich finde immer, wenn es ein Worker-Placer ist, wo der Startspieler auch wichtig ist, sollten die anderen andere Ressourcen bekommen, um das auszugleichen. Hier kriegst du es nicht. Und hier ist einfach die Taktik, dass wenn du der Startspieler bist, weil der Startspieler breakt alle Ties, das heißt, wenn irgendwo ein Tie ist oder ein Gleichstand, dann kriegt der Startspieler das. Wenn du Startspieler bist, musst du immer versuchen, hier zu bleiben und zu trainieren. Und dann haben immer alle deine Leute, wenn halt irgendwo ein Teil ist, was bei so ein paar Plättchen halt extrem oft vorkommt, dass halt gleiche Stärke ist, vor allem wenn halt alle die gleichen Nummern haben, musst du halt immer nur den Teil breaken in den verschiedenen Räumen. Und dadurch, dass du immer Leader bleibst, kriegst du auch immer rote Cubes dazu. Das heißt, du hast dann zum Schluss einen, der locker dann 5, 6, 7 hat. Oder 6 ist, glaube ich, das Maximum. Man kann auch noch durch andere Sachen einen Punkt dazu bekommen. Aber das war halt so ein bisschen der Gamebreaker, weil es, für, wie gesagt, für den keine bessere Taktik gab, als das einfach zu halten und die ganzen Teils zu breaken und das Spiel einfach abzuräumen. Ja, ansonsten sammelt man halt auch Karten, versucht irgendwelche Sets zusammenzukriegen für Punkte. Aber ja, es ist auch nicht das längste Spiel, aber irgendwie, wir haben es zweimal, glaube ich, gespielt und dann, glaube ich, hat es die Sammlung verlassen. Ja, ich glaube, ich habe dann das zweite Mal... auch extrem auf diesen Startspieler gesetzt, weil da hatte ich den zufällig ausgelost und war halt auch, glaube ich, uneinholbar vorne und es hat aber dann halt trotzdem keinen Spaß gemacht, weil man dadurch einfach nur wusste, okay, ich muss ja drin sein und der, der richtig genatzfiddelt ist, ist nämlich der, der als letztes dran ist und immer am schwächsten ist, also der, der hinterm Startspieler sitzt und praktisch als letztes in der Runde dran ist, hat halt richtig verschissen. Und deswegen ist es relativ schnell ausgezogen dann wieder und hat auch Dice Tower Seal of Excellence, also es finden nicht alle, dass es so ist. Aber das ist auch immer so ein bisschen das Problem, wenn man diese Game-Breaking-Mechanik halt findet. Und halt auch das Problem halt, wie gesagt, bei einem Worker-Placer müssen die anderen einen Vorteil davon haben, dass sie nicht Startspieler sind. Das sollte eigentlich No-Brainer sein. Das ist oder war... Lockup. Hier sieht man es auch, Seal of Excellence. Aber dass der Dice Tower manchmal ein bisschen verwirrt ist, das wissen wir ja. Ach nee, das ist Roleplay. Aber Lockup hat das auf jeden Fall auch bekommen. Dann haben wir hier ein Spiel, was wir letztes erst gerade wieder gespielt haben, was so ein bisschen billig aussieht, finde ich, immer so vom Layout her, aber ein richtig cooles Koop-Spiel ist. Ja, eins der besten. Eins der besten, kleinsten Koop-Spiele.
meiner Meinung nach. Ja, es ist halt relativ fix gespielt und macht aber trotzdem eigentlich immer Spaß. Ist auch schwer, also manchmal schwerer als an anderen Partien. Das liegt aber immer so ein bisschen auf diesem Ja, am Zufall Kartenset-Aufbau, der halt, wie Zufall man, ist. genau. Und es ist einfach so, man hat halt immer 4 Helden, egal mit wie viel man spielt. Und man hat halt immer so Würfel, mit denen man zuschlagen kann. Die würfelt man am Anfang der Runde. Und einer von denen muss halt immer ins Lager gehen und dieses Lagerfeuer hüten. Und die anderen müssen halt kämpfen gegen so eine Line von Karten. Das heißt, erst geht der, es wird ihm ausgesucht, wer ins Camp geht. Der kann dann mit seinen Würfeln noch coole Sachen für die anderen Leute machen. Und kann halt das Feuer anmachen. Das ist eine ganz wichtige Mechanik, dass man halt Karten in dieser Line, die man bekämpft, dass sie aufgedeckt werden. Ja, umso heller das Feuer halt leuchtet, umso weiter kann man in die Kartenlinie reinschauen, umso besser kann man halt vorplanen, wie man welches Monster bekämpft. Genau. Und dann ist es eigentlich, dann hat man noch so Fähigkeiten und wir sind so die Feuertoken. Und ja, macht uns immer noch sehr viel Spaß. Kommt auch bald eine Erweiterung. Habe ich eben in der Übersicht auch nochmal gesehen. Und ja, wenn man so auf Koop-Spiele steht, das Artwork hier an den Monstern ist auch richtig cool. Das kann man sich mal holen. Und ist auch nur eine kleine Box. Genau, es passt alles in eine kleine Box, hat auch einen Magnetverschluss sehr schön gemacht. Das ist halt so ein bisschen das, wofür Kickstarter eigentlich gemacht ist. Also kleine Spiele, die halt sonst vielleicht nicht rausgekommen wären, hat halt vielleicht nicht den höchsten Produktionsaufwand genossen, mit vom Artwork her und so. Aber es ist spielerisch wirklich sehr, sehr spaßig und Ja, sehr kooperativ. das stimmt. Man muss auch viel kommunizieren. Was hast du noch auf dem Würfel? Was kannst du noch machen von deinen Fähigkeiten? Kannst du auch nicht Alpha Game. Also, schönes Spiel. Oh, jetzt kommen wir für was für dich. Auf ein Spiel, was man kaum kennt. Boah, richtige schöne Dungeon-Crawler-Konnoisseure kennen das sicherlich. Ja, naja gut. Wir müssen ja jetzt daran rechnen, dass wir schon sehr lange dabei sind. Und ich Ja. glaube, also ich habe Level 7 Omega Protocol schon seit Jahren nirgendwo mehr gesehen, dass es gespielt wird. Tja, bei uns, also bei uns ja eigentlich auch nicht, weil du es nicht magst. Aber ich liebe es. Ich finde, das ist ein super Spiel. Es ist halt ein Sci-Fi-Dungeon-Crawler, wo man halt als schwer bewaffnetes Elite-Einsatzkommando in so Labore reingeht, so Doom-mäßig, und dann da Missionsziele erfüllt. Und im Gegensatz zu Doom ist es halt so, wo man bei Doom meistens mit so einer kleinen Pistole startet und sich dann als Waffen findet, geht man da halt wirklich schon als voll ausgerüstetes Team rein mit dicken Waffen, Rüstung, Fähigkeiten, Granaten. Man kann sich das zusammen kaufen. Es gibt auch so eine Rangliste. Der Teamleader gibt dann halt auch Sachen vor. Man kann verschiedene Stances einnehmen, also wie man, ob man sich jetzt hinwirft und dann besser schießen kann oder ob man in Deckung geht. Die Aliens sind ganz nett, die Miniaturen sind leider sehr schlecht, die sind sehr Das stimmt, gummiartig und ja. die habe ich schon dreimal in heißes, kaltes Wasser Biegen getaucht sich immer und wieder sie biegen zurück. sich trotzdem immer wieder zurück, vor allem die Bases sind richtig mies. Deswegen haben wir die auch noch nie angemalt, obwohl das eigentlich so ein Spiel ist, was meine Sammlung nie verlassen würde und die Figuren deswegen eigentlich mal angemalt werden könnten, aber die sind einfach so schlecht. Ja, sind wirklich schlecht. Das Das wäre vielleicht sogar irgendwas mal, was man mal mit Contrast durchhauen Ja, könnte. könnte man mal. Gerade die Aliens und Ja. die Trooper. Ansonsten dauert relativ lange zum Aufbauen, dauert relativ lange zum Spielen, ist viel Gewürfel, aber ich finde es klasse und die Expansion bringt halt auch nochmal ein bisschen Zusatzmaterial rein, eine neue Kampagne und einen coolen Mech-Suit. Wie gesagt, ich stehe auf Mechs. Fantastisches Spiel. Ich weiß gar nicht, ob das noch in Print ist. Ja, hier sieht man auch nochmal den Mech. Also ja, es ist halt eigentlich ganz lustig. Das Witzige, das, was du noch gar nicht erwähnt hast, weil Basti ist nämlich immer der Dungeon Also ein Master. One versus Many Game, ja. Genau, und es ist halt so, du kannst halt richtig coole Sachen Ja, machen. stimmt. Du kannst halt in den Raum reinsprinten, dann kannst du schießen, dann wirfst du dich hinter eine Deckung und schmeißt halt Granaten und dann machst du noch deinen Special Move und messerst irgendwie ein Alien nieder. Das ist aber alles so Genau, Stresspunkte. es geht dann, das ist das, das sind die Adrenalinpunkte, die die Marines ausgeben. Und alle Adrenalinpunkte, also alle Aktionspunkte, die die Guten ausgeben, gehen dann aufs Konto vom Bösen, der dann damit seine ganzen Fähigkeiten und Monster aktiviert. Also es ist, man kann halt so richtig epische Moves machen, aber man weiß halt, dass man später dafür bezahlen muss. Und Das ist eine super dann kann Mechanik. halt der Dungeon Master einen richtig krassen bösen Turn machen. Und ja, das ist so. Ist eigentlich auch ein ganz nettes Spiel. Ja, du sagst, ich mag es nicht. Also ich spiele es halt schon. Das Problem ist halt, das hatte ich in den Videos davor schon gesagt, ich bin nicht so der Dungeon Crawler Ja. Fan.
Und es war ja auch oft so in unserer alten Spielegruppe, dass du viel dann Alpha Game musstest, weil die anderen Ja. Spieler einfach nicht so taktisch gespielt haben, wie du es gern gehabt hättest. Ja, genau. Es ist halt, man muss auch schon, also es ist halt super schwer Ja. und man muss die Charaktere voll ausspielen. Und ich bin halt so ein bisschen so ein Taktikfanatiker. Also es muss dann halt auch perfekt sein, auch beim Koop. Und wenn da manche Leute nicht so mitziehen, weil sie nicht so dabei sind oder lieber auf ihr Handy gucken, dann bin ich ja halt immer so ein bisschen gestresst, weil ich dann den Leuten sage, ja, du musst doch aber, guck mal. Und dann denke ich immer für 4 Leute mit. Und das ist dann voll Ja, es ist ja auch anstrengend. blöd in einem 2, 2,5, 3-Stunden-Spiel, wenn dann irgendwie am Ende die Guten verlieren, nur weil irgendeiner zwischendurch noch bei Instagram was liken musste. Ja. Und oder der Bösewicht dann sich dann zurücknehmen muss, weil er halt Rücksicht nehmen muss auf die Spieler, die nur mit halber Gehirnhälfte spielen. Aber wie gesagt, das Spiel an sich, fantastisch. Würde ich niemals weggeben. So, dann haben wir hier eine Erweiterung, die haben wir jetzt letztens Hoho. bekommen. Wo es damals einen Aufruhr gab, weil sie relativ gut eingeschätzt haben, wann es geliefert wird. Und das war, das muss jetzt 2018 sein, weil sie haben gesagt, sie liefern Ja, in es 2 Jahren. lief Ende 2018 und Anfang 20. Nee. Und sie haben gesagt, 2020 liefern sie Ja, aus. irgendwie so. Und dann sind die Leute alle durchgedreht, wie lange das noch dauert. Letztendlich hat es halt genau gepasst. Ich glaube, 2, 3 Monate waren sie trotzdem später. Bei Mai war es nicht, wo wir das Na gut, bekommen es war ja haben. auch Corona. Ja, die super Ausrede für alle Kickstarter-Leute. Corona. Ja, aber wie gesagt, andere Spiele, die halt gesagt haben, sie liefern im halben Jahr oder Jahr, sind jetzt teilweise immer noch nicht Ja, siehe ausgeliefert. Osworn, die haben jetzt schon, glaube ich, ein Jahr drauf gerechnet. Ja, oder was hatten wir hier auch? Hier Tsukiyomi Full Moon Down, das kommt ja auch noch irgendwann Ja. hier in der Liste. Aber Spirit Island, auch so ein Spiel, was die Sammlung nicht verlassen wird, habe ich gerade erst die ganzen Gebäude und so angemalt in fitzliger Kleinarbeit. Fantastisches Spiel, super kooperativ, ein bisschen sehr fitzelig, weil man dann wirklich schon aufpassen muss und die FAQ und Errata hat mittlerweile auch schon einen halben Buchstatus. Also es ist sehr unübersichtlich, aber es ist halt wirklich ein Spiel, wo man den Alpha-Gamer komplett ausschaltet, weil kein Mensch kann Überblick über alle Fraktionen haben. Das Ding ist halt nur, du brauchst halt auch Leute, die auch wirklich dabei sind beim Spielen. Weil wenn da einer irgendwie hinterherhinkt, dann kannst du es vergessen, dann ist das vorbei. Dann bricht die Flanke Dann ein. bricht die Flanke ein. Oder auch wir hatten das letzte Mal einen neuen Spieler oder einer, der es zum zweiten Mal gespielt hat. Und wir waren voll im Plan und dann auf einmal so, wie ist denn das da bei dir am Board? Hast du das protected? Nee. Oder dann hauen die jetzt drüber ein. Ja, dann sind wir jetzt Ja, und tot. dann schwärmte eine Horde an Nee, Bleitoken ja, sind Bleitoken übers ausgebrochen. Land und alles war kaputt. Ja. Und aber es ist super thematisch, auch wenn es relativ hässlich ist. Ja, Die das ganzen stimmt. Spirits spielen sich alle extrem unterschiedlich. Und wir haben ja noch lange nicht alles ausgespielt. Wir spielen ja gar nicht mit diesen ganzen Invadern, Gegenspielerfraktionen ja. und so. Und dann gibt es ja noch Szenarien, die man spielen kann. Es ist ein so tiefgründiges Spiel, aber ich liebe das so sehr. Aber es ist halt, es ist Arbeit. Es Das ist ein ist Spiel, das Arbeit, wirklich ja. Arbeit. Gerade die ersten Runden, bis man so ein bisschen Kontrolle reingekriegt hat und die ersten guten Karten sich geholt hat, ist es wirklich schwer. Man kriegt die ganze Zeit nur auf den Kopf. Und maximal, also zwischen 1 bis 3 Spieler. Ja. Danach wird es einfach noch anstrengender und ja, also das ist wirklich mal was für kleinere Runden. Dann hier was, das haben wir, die Grundbox haben wir in Essen Oh gekauft. ja, das war ein Impulsivkauf. Ja, das war dann auch, das ist eine riesige Box, wir sagen immer der Kindersack dazu. Also es ist noch, ich gucke gerade, also es ist ungefähr doppelt so groß wie Twilight Imperium 3 von der Box Das her. kommt hin vom Volumen her. Und ja, eins der besten 12-Spieler-Spiele Ja, tatsächlich. und es ist, glaube ich, auch eins von den eher unbekannten Spielen von Awaken Realms. Genau, ich glaube das erste, manche sagen immer das Wolf Mine war als erstes, aber ich glaube es ist tatsächlich das hier. Wie immer ohne Gewehr, aber die Miniaturenqualität ist noch so, hä, deswegen ist das auch nicht noch nicht angemalt, weil das da noch relativ schlecht war. Aber worum geht's? Es ist ein Skirmisher, man hat immer eine komplette Fraktion, so ein Fraktionstray bekommt man mit verschiedenen Eigenschaftskarten und das wird dann auf dem Board und es wird so Tug of War mäßig
schieben sich die Siegespunkte hin und her. Werden die Siegespunkte bestritten. Hier und sieht man auch so eine Map und hier sieht man, hier in der Mitte liegt dann so ein Stein und man muss den halt entweder nach da oder nach da ziehen und je nachdem die Fraktion hat dann das gewonnen. Das Coole ist halt, im Gegensatz zu anderen Skirmishern, man baut sich halt wirklich quer über die ganze Karte auf. Jede Figur steht halt irgendwo auf dem Board und das ist dann so ein bisschen so, als wenn man halt bei einem Videorekorder Play drückt und dann geht die Schlacht halt direkt los. Man fängt halt nicht erst an und manövriert sich aus und die Truppen stehen sich halt am Horizont zu Horizont gegenüber, sondern man steht halt mitten ineinander und es geht ab Runde 1, geht es wirklich in die Vollen. Ja, leicht gleich auf die Fresse. Das ist so cool gemacht. Größere Einheiten können kleinere Einheiten wegschieben, das ist eine coole Mechanik. Da sind Kampagnen drinnen mit Aufklebern, ja, die man auf die Boards klebt, das haben wir auch noch gar nicht gespielt. Ja. Und es ist sehr tiefgründig, sehr variantenreich, man kann sich verschiedene Armeen aufbauen mit verschiedenen Karten. Und ein super, super Spiel, was, glaube ich, kaum jemand spielt. Ja, es ist halt wenig bekannt. Es war zu der Zeit, wo Waken Realms noch nicht so bekannt war. Wegen den Miniaturen gab es auch nachher noch immer so einen kleinen halben Aufschrei. Deswegen haben wir davon, glaube ich, auch gehört damals beim Coa, beim King of Average. Haben wir es das erste Mal gesehen. Und ja, aber es gibt auch so Fraktionsboxen, da sind immer nur zwei drin, falls euch das interessiert. Ich weiß gar nicht, ob die hier noch angeboten wurden. Also wenn man nicht den Kindersack kauft. Genau, wenn man nicht den Kindersack kauft, kann man auch immer so Fraktionen nehmen, die auch so aufeinander ein bisschen abgestimmt sind. Und das ist auch das, was man in der Kampagne spielt. Da spielt man nämlich eine bestimmte Fraktion gegen die anderen, zum Beispiel die Engel gegen die Dämonen. Was hatten wir hier, das Pflanzenvolk gegen die Roboter? Ja, da gibt es halt, es ist eine sehr abgedrehte Welt, das ist irgendwie unsere Welt, aber irgendwie nach so einer apokalyptischen Dämoneninvasion. Also ich finde, man sieht schon so die Tainted Grail an Harpungen und Etherfields. Das ist schon der Waken Realms Spiel auf jeden Fall. Wie gesagt, man merkt halt man merkt schon so diese Grundzüge der Kampagnen, da hat man auch so Vorlesetexte, wie es jetzt halt auch bei Tainted oder bei Etherfields ist. Ja, die Miniaturen sind wirklich noch so sehr, sehr mittelmäßig. Ja. Aber die Mechaniken von dem Spiel sind sehr cool. Und wie gesagt, dieses von Runde 1 an geht es halt sofort in die Vollen, ist super. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, dann holt euch vielleicht mal erstmal so eine kleine Box. Da müssten die Kampagnen auch drin sein. Und das reicht völlig. Das könnt ihr mit einem Kumpel dann durchspielen. Hier genau jetzt die Kampagne. Dann habt ihr, das ist auch relativ cool, weil man klebt dann so Sticker. Und selbst wenn man dann mit einer anderen Box spielt, mit zwei anderen Fraktionen, kann es sein, dass man wieder über diese Sticker, die man in der Kampagne davor geklebt hat, wieder rüberläuft. Möglich, also wir haben jetzt bestimmt schon, werde ich 3, 4, 5, 6 Kampagnen für das Spiel mit der Erweiterung dazu, haben es noch gar nicht gespielt, weil man ja noch andere Sachen zu spielen Kampagnenspiele hat. Kampagnenspiele halt, ne? Aber ja, cooles, wirklich schönes, cooles Zweispieler. Und wir haben auch gar nicht alles, da gibt es ja noch so viele Miniaturen-Erweiterungen für und dann noch irgendwelche Bosse und da ist Wahnsinn. Aber es ist ein gutes Spiel, wirklich. Ja, kann man nicht anders sagen. Auch ein gutes Spiel, was auch so dolle verzögert war. Das war, glaube ich, auch zwei... Also es muss ja so gewesen sein wie bei Spirit Island. Das ist ja hier relativ nah aneinander gewesen. Das heißt, die hatten nur gesagt, sie kommen dann im Oktober 2019 und waren dann irgendwann, ich glaube, im Oktober 2020 raus. Ja. Weil wir hatten das noch mit dem Brettspielurlaub. Ist aber ein schönes Spiel. Also manchen hat es ja jetzt nicht gefallen. Es ist halt lang. Darauf muss man sich einstellen. Oder länger. Und man hat relativ wenig Aktion in dem Spiel. Also man läuft so hier über die verschiedenen Inseln. Das ist ein Worker-Placer. Und jede Insel hat so eine Special-Eigenschaft. Und wenn man das im normalen Modus spielt, hat jede Figur, glaube ich, nur 12-mal gesetzt. Aber das Special daran ist, dass jede Aktion theoretisch 3 sind. Weil du hast einmal den Insel-Effekt, dann den Effekt von dem Feld und dann den Effekt von der Mission, die du spielst. Ja, du kannst noch so einen, sie haben so eine Art Wettbewerb zwischen den Spielern, wer halt der nächste Tidalblader wird. Und man kann dann noch so Challenges machen, um sich dann halt hervorzuheben und Punkte zu machen. Und das Besondere ist halt dieses Dice-System. Das heißt, man fängt mit einem Würfel an, der hat auf jeder Seite ein anderes Symbol und einen Joker. Und man kann sich dann halt so weiterentwickeln. Das heißt, wenn man hier in die Farbwürfel reingeht, dann sieht man hier hinten hat man dann halt schon Doppelsymbole. Oder halt, aber da sind halt nur gelbe drauf. Das heißt, man kann sich dann für gelbe Sachen irgendwie spezialisieren, hat dann halt einen besonders mächtigen Würfel, kann dann aber vielleicht schlecht Shield-Challenges und so machen. Und man evolutioniert sich halt so durch die Würfel durch.
Und geht damit dann halt Monster jagen oder macht Challenges und so. Genau, weil es gibt halt, wie gesagt, auch Monster, die dann so durchschaffeln an der Seite des Spielfelds. Ja, Und wenn hier man die sind halt die. nicht bekämpft, kann es halt sein, dass man negative Effekte bekommt. Wenn man die bekämpft, dann bekommt man halt viel Siegpunkte, verliert aber auch wieder Würfel, die man sich dann wieder neu erarbeiten muss. Das ist eine Mechanik, da muss man halt mit zurechtkommen. Ja, also man hat dann halt hier weniger Aktion, wenn man halt ein Monster bekämpfen geht. Dann hat man halt nicht diese Aktion von der Insel und man hat auch keine Mission, man hat halt nur Monster bekämpfen. Aber kriegt halt dafür andere Sachen wieder. Also wie gesagt, wir fanden es cool. Ich habe auch die Figuren bemalt. Habe ich auch schon einen Showcase zu gemacht. Könnt ihr mal gucken, Showcase Tidal Blades. Sind auch sehr schöne Figuren, muss man sagen. Sehr schön gearbeitet, da kann man nicht meckern. Das Auch die ganze Artwork ist schön. Ressourcen. Alles ist schön Also das eigentlich. Spiel ist auch sehr groß. Also die Box ist sehr groß geworden. Aber da, also bei den Ressourcen kann man echt nicht meckern, wenn man die Deluxe hat. Es gibt auch die Papp-Version, da hat man nur so Papp-Standys oder so. Aber selbst dann ist sie auch super. Ja, dann sind wir schon fast fertig. Dann haben wir hier noch ein Zwei-Spieler-Spiel. Sky Colo, was auch nicht so teuer ist und was, glaube ich, auch bald eine Erweiterung bekommt. Hier haben wir allerdings nicht gebackt. Ach, das ist schon Ich glaube, ausgelaufen. das ist schon durchgelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Da hat man nämlich auch ein anderes Volk, da muss man nicht nur die Füchse spielen. Also Ja. kurzum, es ist, wenn ihr Shadow of the Colossus kennt, einer hat so eine kleine Armeefraktion und der andere hat halt ein fettes Monster, was halt übers Board läuft. Und ich gucke mal, ob man das hier sieht. Also das ist das Board, wo man rüberläuft, relativ klein gehalten, genau. Und dann können nämlich die kleinen Leute, die kleine Fraktion kann auf dieses Monster springen und auf dem Monster rumklettern und hat hier praktisch noch meine zweite Map von dem Monster und kann halt hier Schaden machen. Man kann halt einzelne Körperteile ausschalten und dann dem Monster halt bestimmte Aktionen verwehren. Und die kleine Fraktion, die Füchse, die müssen halt das Monster erlegen. Und das Monster hat halt, glaube ich, irgendwie auch eine Mission. Ich glaube, muss es alle Füchse ausschalten? Ich bin mir nicht Es mehr kommt ein sicher. bisschen, glaube ich, darauf an, was du für ein Monster spielst, was du machen Der musst. Nachteil an dem Spiel war halt, dass die Monster sich sehr unterschiedlich spielen, die Heldenfraktion aber halt gar nicht. Die ist immer gleich. Ja, das ist ein bisschen schade. Man kann beim Fuchs, glaube ich, einen anderen Leader auswählen, Ja. aber bis auf den Leader ändert sich nichts. Das heißt, wenn man hier den König hat, hat man immer die gleichen Karten. Das fanden wir ein bisschen schade, weil die Monster halt wirklich extrem unterschiedlich sind mit anderen Kartendecks und so auch und sich ganz anders spielen. Da ist der Fuchs-Player immer, der ist so ein bisschen, ja, langweilig. Da hätte man auch ein bisschen was anderes machen können, dass man da auch zwei, drei verschiedene Rassen hat. Aber wie gesagt, es war jetzt auch eine Erweiterung, ein eigenständiges Spiel, wo man auch mal eine andere Fraktion spielt. Vielleicht haben wir das verpasst. Ich Wenn, bin mir nicht dann sicher. gibt es Schläge. Ja, und in dem Sinne wären wir auch durch. Dann enden wir mit diesem Zwei-Spieler-Spiel. Ein Segment haben wir dann nochmal später. Eins kriegen wir noch zusammen, bevor der Rückblick vorbei ist. Dann kommen wir nämlich auch langsam ins Territorium von Spielen, die wir noch nicht bekommen Oh ja. haben. Und Die großen Unbekannten. die großen Unbekannten, wo wir dann nicht sagen, es ist sofort rausgeflogen. Diesmal waren, glaube ich, auch keine so interessanten Kickstarter, sonst was Geschichten dabei von Lug und Betrug. Wie ich halt über die Spielemesse in Essen mit dem Kindersarg von The Edge gelaufen bin, dann erstmal zum Auto, weil man nichts anderes mehr tragen konnte. Ja, alle Leute haben ihm Ansonsten. hinterhergeguckt. Alle waren schon so, hast du schon gesehen, die alle so brettspielgeil sind. So, oh, was hat der für einen riesen Karton da? Ein großer Karton, gleich gutes Spiel. Aber ein Lug und Betrug hätte ich noch mit reinmachen können. Das habe ich jetzt vergessen. Das mache ich dann ins nächste Video. Ich kann ja schon mal teasern, weil ich glaube, während der Zeit oder um diese Zeit kam nämlich Overturn Rising Sands. Ach ja. Und das machen wir dann ins nächste Video. Also freut euch drauf. Der größte Betrugsversuch in der Geschichte von Kickstarter, würde ich beinahe sagen, oder zumindest im Kickstarter Der von uns so bekannt ist, Brettspielen, ja. wo es um Brettspiele ging. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt könnt ihr euch nicht mehr betrinken. Ich kann ja noch ein paar Mal meinen Mann sagen, wenn ihr euch jetzt was hinter die Binde kippen wollt. Und dann, ja, schreibt uns mal, ob es euch gefallen hat, ob mein Mann nochmal mitmachen soll oder ob er wieder gehen soll. Die Meerschweinchen sind jetzt auch zufrieden und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Sagt tschüss. Tschüss.